Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de VR. Heute zocken wir Stride. Das ist ein sehr, sehr schnelles, actionreiches Parcoursspiel, wo wir schnell reagieren müssen. Alles läuft auf Zeit. Dann müssen wir dabei auch noch Gegner bekämpfen. Das ist sehr, sehr stressig, aber auch sehr, sehr actionreich. Bei mir gibt es alles im Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren, Woodghost VR, Offermann Events, Andy de Felser VR Ambassador, Alpha Blend Interactive und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen auf dem Dach hier. Da ist ja alles ganz wundervoll. Wir können hier in die Settings reingehen. Die Graphics habe ich auf Medium. Controls, da können wir Smooth Turn, Discrete machen, Left Hand Mode. Audio, da habe ich natürlich wie immer die Musik auf Null wegen Copyright. Und hier können wir noch den Spectator Mode, das heißt, wie ihr die Kamera seht. Hier gibt es ein Tutorial, deswegen würde ich sagen, wir machen das lieber mal. Oh. To run, wave your hand while walking. Super. Das ist einfach. Und jetzt? To grip onto ledges, use the grip button on either controller. Ja. You can climb a variety of obstacles using the grip button. Ja, das ist easy. Okay, das ist nicht so schwer bis jetzt. To jump, hold down button A on the right controller to prepare, then release the button to complete the jump. While jumping, swing your arms up. The stronger you swing, the stronger the jump. Oh Gott! Oh! Oh Gott! Ach du Scheiße! Jump off the obstacle. To do so, simply make another jump while you are above the obstacle. Okay, das habe ich noch nicht. Okay. Oh je, das gibt nichts. Jump forward to the ledge and grab it. Jump forward to the ledge and grab it. Jump forward to the ledge and grab it. Oh, oh je, das gut das hätte ich irgendwie anders gelöst. At difficult moments, as well as in combat, you can use focus. Focus. To do this, press B on the right controller. Focus is active for 3 seconds and then automatically turns off. Aha. Habe ich noch nicht verstanden mit dem Springen. In order to run along the wall, simply jump on it and continue running. To release from the wall, press A again to jump off. Komisch ist das. Die Mucke ist übrigens geil. Habe ich zwar ausgestellt, aber macht ja nichts. You have a pistol holstered on your side. To remove the pistol from its holster, turn your hand towards your armpit and grasp the gun using the controller's grip. Use the trigger to shoot. To reload, simply point the muzzle of the gun downwards. Just the pistol back into its holster, release the controller's grip. Ah, einfach nach unten halten, dann lädt er nach. Ich muss nochmal mit dem Springen. Also einfach auf den A-Knopf drücken. Was? Dodge? Was? Nochmal. Ach so, einfach so. To perform a slide, squat down while running. Oh. To use the zip line, simply jump towards the zip line and grab it. Juhu! Ja. Jo. Hä? Das ist aber ein bisschen komisch. To use the hook, first make a fist using the controller's grip. To use the hook, first make a fist using the controller's grip. Then direct your hand to the desired point. Jump and shoot the hook using the trigger. Hold the button down until you want to release the hook. Hä?
Boah. To use the hook, first make a fist using the controller's grip, then direct your Ach du Scheiße. First make a fist using the controller's grip, then direct your hand to the desired point. Jump and shoot the hook using the trigger. To use the hook, first make a fist using the controller's grip. Ach du Scheiße. First make a fist using the controller's grip. To use the hook, das ist viel zu schwer. Using the controller's grip. Then direct your hand to the desired point. Oh god. Jump and shoot the hook using the trigger. Hold the button down to use the hook. First make a fist using the to use the hook. Halt doch mal die Klappe, du dämliche Ziege. Alter, ist es soweit? Oh. Wuhu! Merkwürdig, wirklich. Ich weiß nicht, wann dieser A-Knopf funktioniert und wann nicht. Bei mir funktioniert er auf jeden Fall nicht. Hey, das hier ist definitiv ein Bug mit der Zipline, oder? Gott, ey, wirklich? Ha! Was ein Scheiß! Alter Falter. Drecksack! Wuhu! Boah! Motion sickness incoming. Oh Mann. Aber krass. Wow! Okay, das war's. Ach du Scheiße. Ich klapp vom Stuhl. Wieso gibt's hier eigentlich keinen Story-Mode? Irgendwie habe ich anscheinend eine Vorversion, aber ist ja auch egal. Die Musik ist geil, ich will die lassen. Ich hoffe, es gibt keine Copyright-Probleme. Insta-Death, no health pack, no enemies. Also einfach los, oder was? Puh. Wow. Nein. Weiß nicht, manchmal funktioniert der A-Knopf einfach nicht. Jetzt zum Beispiel. Merkwürdig. Wow. Drecksack. Wo ist meine Waffe? Hä? Oh, Kacke. Was zum Geier ist das? Mit Zeitlimit. Ich glaube, mein krasses Schwein pfeift. Oh. Nein. Lauf. Lauf. Oh. Oh. Keine Ahnung, wie das mit dem Springen geht. Oh. Oh. Ah, Health Pack. Wuhu! Oh oh.
Wundervoll. Oh, hoch! Nein! Ah, man kann da weitermachen, das ist gut. Geh doch mal hoch, du Spast! Echt? Alter! Okay, ich bin tot. Ach du Scheiße. Oh, ist das anstrengend. Leute! Session Time 2. Einmal noch. Hey, das sieht immer anders aus, ne? Wieso geht der Doppelsprung nicht mehr? Hey, das ist mir tatsächlich... Ich meine, ich soll doch irgendwie die Arme hoch, aber... Ah. Oder nee, ich muss die Arme runter und dann hoch. Ah, oh Gott. Nein! Das Springen finde ich ganz komisch. Irgendwie hätte man das vielleicht irgendwie anders lösen können, aber vielleicht bin ich auch einfach zu blöd dazu. Letzteres ist wahrscheinlicher. Oh! Nochmal den Doppelsprung. Hoch. Oh, Kacke! Boah, das war knapp. Ist aber cool gemacht. Nein! Nein! Hoch, hoch, hoch! Hoch, du Spack! Huh! Wie geht das mit dem Doppelsprung? Und was soll der Fokus? Brauche ich nicht. Bis jetzt zumindest nicht. Oh! Oder doch? Ich kann nicht mehr. Puh! So weit, so gut, oder? Health Packs, Enemies killed. Cool, oder? Ja, dann gibt es anscheinend irgendwie noch einen Story Mode, Time Run und Arena. Sehr interessant. Kann ich aber jetzt aus irgendeinem Grund nicht ausprobieren. Wahrscheinlich, weil das Spiel noch nicht freigeschaltet ist. Wie auch immer. Sehr interessant gemacht. Wenn ihr noch ein bisschen länger schauen wollt, dann geht auf meinen englischen Kanal. Den Link findet ihr unter dem Video. Und ansonsten, wir sehen uns im Studio. Stride, Leute. Puh, sagen wir mal so. Dafür, dass das alles so im Umlauf war und alles, ja, das wird richtig geil und so, war ich ein bisschen enttäuscht. Das ist jetzt nicht so smooth, wie ich mir das gedacht hätte. Also das sieht alles so geil aus, so, ja, tschak, 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 Slide und was, Wallrun. Aber so ganz geht das nicht. Manchmal hängst du einfach, dann hängt deine Hand irgendwie an der Kante fest und dann musst du erstmal so Patschehändchen auf und zu machen, damit es wieder weitergeht und so. Manchmal habe ich das Gefühl, dass auch Sachen gar nicht funktionieren. Aber insgesamt war es doch schon ganz witzig, ja.
ist natürlich jetzt kein Spiel, was ich 100 Jahre zocke, kein AAA-Spiel oder so, aber ja, so ist ganz gut. Motion Sickness hielt sich in Grenzen. Also das ist nicht logischerweise kein Spiel für Anfänger, da müsst ihr aufpassen, aber für Leute, die schon länger VR zocken, kann man das sicherlich mal machen. Keine Ahnung, was das kostet. Ich würde 15 Euro maximal ausgeben. Mehr glaube ich nicht, ist, dass es mir das unbedingt wert ist. Kommt drauf an. Kommt drauf an, wie viel Content dann noch dazu kommt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Supportet mich, dann gibt es auch weiter VR-Inhalt über Patreon oder YouTube Membership. Das wäre cool. Und ansonsten bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de